Wir sind beim dritten Viertelfinale Cassius Clay gegen Gio und die meisten haben bestimmt genau wie ich mit einem Battle auf Augenhöhe gerechnet, aber was dann passiert ist? Naja, kommen wir zur Analyse. Cassius Clay hat schon wieder ein Schrottvideo vom Feinsten abgegeben, den Punkt verschenkt er wohl am liebsten. Punkt für Gio. Flow, ich finde, dass man sich Gios Runde sehr gut anhören kann. Der Flow ist einfach und etwas unspektakulär, aber geht voll in Ordnung, besonders im zweiten Teil. Aber Cassius Clays größte Stärke ist nun mal Flow und das lässt er sich auch hier nicht nehmen. Selbst wenn du gewinnst, wird das nichts an deinem Dasein ändern. Trotzdem Millionen Klicks hängst du weiter ab vor Arbeitsämtern. Du bringst im Überfluss nur üblen Stoß, denn dein Textniveau ist noch flacher als deine Hühnerbrust. Ey, du vom Pech gepleite Drecksvisage, willst, wenn du gewinnst, hat deinen Preis jetzt lieber Essensmarkt. Weißt du, was dich von den anderen unterschieden hat, dass du nur um zu siegen bei denen unterschrieben hast? Punkt für Cassius Clay, auch wenn ich mir seine Runde nicht wirklich gut geben kann. Technik, Gio hat wieder sehr einfache, aber saubere Reime, die nicht auf den Sack gehen, aber auch nicht großartig begeistern. Hin und wieder gibt's mal ein paar kleine Highlights. Zum Beispiel, was sind das bitte für dubiose Praktiken? Auf einmal hast du Hurensohn, ein Studio zum Abmischen und Videos der Extraklasse, doch sind das nicht deine Freunde, sondern Leute, die rigoros Geschäfte machen. Aber die meiste Zeit ist alles sehr einfach, aber sauber gehalten und der Inhalt steht komplett im Vordergrund. Bei Cassius Clay ist alles ähnlich einfach, aber zusätzlich noch zweckig und unsauber. Mich battlen bleibt ein Wunschtraum. Hä? Er battelt doch gerade gegen dich und battlen heißt nicht gewinnen, sondern kämpfen, falls du meinst, dass gegen dich zu gewinnen ein Wunschtraum wäre. Aber es reimt sich ja auf, es gibt Schellen in den Mundraum. Es gibt Schellen in den Mund hinein? Sehr ungewöhnliche Art, jemandem Schellen zu geben, vor allem, weil eine Schelle kein Schlag mit der Faust, sondern eine Ohrfeige ist. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Und dir fallen die Zähne aus der Fresse wie die Glubschaugen. Naja, kann man irgendwie durchgehen lassen, aber der ganze Text ist sehr arg konstruiert und passend gemacht. Ein Großteil seiner Runde ist zusammenhangloser Zweckreim-Bullshit. Ein Glück, dass Gio mit so einem Zweckreim-Quatsch aufgehört hat. Technikpunkt für Gio. Punchlines. Cassius Clay hat in Sachen Punchlines im Vergleich zu seiner Runde gegen TJ sehr abgebaut. Ich habe nicht wirklich viele Lines in seiner Runde gefeiert. Der Einstieg nach der katastrophalen Autotune-Hook ist in Ordnung. Und deine Crew-Jagd mir noch immer keine Angst ein, denn du schlägst deinen ach so talentierten kleinen Bruder mit paar Kindergarten-Punchlines. Hast zur Sicherheit noch seinen Mix plus Video zerstört und nimmst das faires Battle, aber bringst vom Bitch muss sie die Verb. Und du dachtest, ich würde hier Double-Time-Rap bringen, aber wozu, du Hundesohn? So offbeat wie du flowst, hol ich den Punkt auch so. Die letzte Line ist irgendwie witzig, weil's stimmt, der bekommt den Flow-Punkt tatsächlich auch ohne Double-Time, auch wenn Gio nicht Offbeat ist. Dann gibt's noch eine solide Line mittendrin im Part. Wenn ich erfinde, dass Black City DJs Schwester fickt und das 2 Punkte wert ist, will ich 20, wenn ich sag, dass Gio hässlich ist. Und das war's vom ersten 16er. Im zweiten Part gibt es eine mittelmäßige Geschichte über eine Jessica, die letztes Jahr im Finale Gio gegen SpongeBoss thematisch angeschnitten wurde. Check mal deinen Messenger, klar kennst du eine Jessica, doch mir wäre das genauso peinlich, wenn meine Affäre meine Schwester war. Auch wenn sie aus Geld, Not, Gummis und die Pille mieden, kein Problem, in ihrem Alter kann man keine Kinder geben. Doch ab ihrem 13. bereitet sie dir echte Sorgen, du denkst, sie wäre schwanger, doch sie ist aus Frust nur fett geworden. Als kleines Highlight in Cassius Clays Runde empfand ich das Feature von Pacino. Glänzende Fleisch mit zäglige Glubschaugen, da hilft nur Frustsaufen oder Lächeln von Buslau. Wäre nicht so ein mieser Bruder und Videoproducer, hieß es jetzt Casa statt Gio. Hijo de puta, deine Mucke, die ist einfach kacke. Wenn jemand sagt, er feiert deine Platte, kannst du dir sicher sein, er meint die Glatze. Der ist auf jeden Fall ein lässiger Zeitgenosse. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Pacino und irgendein anderer Hans Wurst, Fortune und Happy Beckmann in einem Freestyle-Battle in sämtliche Einzelteile zerfickt, dann guckt in die Beschreibung. Wäre gut, wenn der hier mal antreten würde, um sich mit der Elite zu messen. Leider viel zu unbekannt und extrem gut. Weiter mit Cassius Clays Runde. Im dritten Part gibt's noch eine brauchbare Anfangsline. Deine Gastro gegen Willen war rettechnisch eine unfassbare Katastrophe. Stundenlang hat Mette deine Spuren auf den Takt gezogen. Und das war's in meinen Augen. Den Rest der Runde halte ich für sinnlosen, nicht punchenden Quatsch. Der Pseudo-Real Talk ist viel zu offensichtlich erfundene Scheiße. Sehr unglaubwürdig zusammengematschte, unauthentische Standardkacke. Irgendwelche Ecstasy-Stories, eine Affäre soll Gio auch haben und anderes belangloses Gelaber. Er soll die Freundin von Jennix ficken und der steht in dem Video und zeigt den Mittelfinger, anstatt seine Alte zu schlachten? WTF? Wie haben die sich abgesprochen? Hey Jennix, ich sag, dass Gio deine Alte fickt. Okay, Cassius Clay, ich zeig dann die Mittelfinger.
Finger. Alles klar, Genix, übelster Diss. Damit gewinnen wir das Ding 100 pro. Alles leider nicht sonderlich berauschend. Am Ende der Runde habe ich mir gedacht, echt jetzt? Das war schon alles gegen Gio, der Typ, bei dem du schon in der Quali angekündigt hast, dass du ihn unbedingt battlen willst. Der Typ, der dich letztes Jahr rausgeschmissen hat. Ha, der war gut. Und wo ist die echte Runde? Gucken wir mal, was bei Gio so geht. Ich habe den gesamten ersten Part gefeiert. Was du da in dem Interview wieder für eine Scheiße quatsch. Gio hat mich zwar besiegt, doch ich hab keine Zeit gehabt. Es gab zwei Turniere, ich hatte in beiden zu tun. Ich doch auch und kam in beiden auch noch weiter als du. Ich habe dich jetzt doch erst letztens geklatscht. Doch kein Problem, dann wirst du jetzt nochmal fertig gemacht. Ich steh nach dem Text unter Terrorverdacht. Denn ich bin nicht Uli Hoeneß, aber trotzdem wird hier Cash um die Ecke gebracht. Du bringst im Überfluss nur üblen Stoß, denn dein Textniveau ist noch flacher als deine Hühnerbrust. Digga, mir scheißegal, was du Bitch erzählst. Du bist so dünn, das Einzige, was bei dir zwischen den Zeilen stehen könnte, bist du selbst. Und deine Quali cool Bitches und dein Hampelmann. Guck dir ihre Arme an, die breiter sind als deine, dabei sind die nicht mal angespannt. Ich hab die Scheiße gesehen und zuerst gedacht, dass deine Schlampe an der Stange tanzt. Du hast deine Fans nicht mehr lang. Du bist heiß auf das Battle, na dann streng dich mal an. Doch an mir hast du dich letzten Endes verbrannt. Denn ich bin kein Pimp, doch hier hab ich Cash in der Hand. Die Hook fand ich geht so und im zweiten Part hab ich auch so gut wie jede Line gefeiert. Bis auf die erste und die letzte war so geht so. Aber ich lass das trotzdem mal mitlaufen, weil's insgesamt ein sehr guter Part ist. Jetzt gibt es Kinder da draußen, die deinen Namen kennen. Doch keines von denen würde für dich in den Laden rennen. Ich will dir eine Frage stellen. Was willst du mit dem Bohrer? Hiernach kannst du deine Karriere an den Nagel hängen. Du und körperliche Arbeit, ey, das glaubt ja keiner. Was soll das überhaupt für ein Image sein? Bauarbeiter? Mit jeder Zeile boxe ich dich Leichtgewicht. Double Time bedeutet, dass du doppelt so viel Scheiße sprichst. Was redest du da in der Quali für einen Stoß? Das einzig Enttäuschende im Finale war deine Hook. Mann, schon wieder blamierst du dich. Ja, das Schwamm hat mich zur Glatze gemacht. Doch diesmal rasier ich dich. Alter Cash ist Clay, du warst der Erste mit nem HDF, bei dem ich mich fragte, wann er die Fresse hält. Ja, versuch es doch, du Spargel packst Gio nie. Verglichen mit deinen Punches klingt dein Name nach Ironie. Der erste Teil von Gios Runde hat mich schon mehr entertained und härter gepuncht als die gesamte Runde von Cash is Clay. Das hätte in Sachen Punchlines schon für ein 2:1 gereicht, aber das war nur die Einleitung. Es geht noch weiter. Danach kommt noch ein großer Real Talk Teil von Gio, in dem es sehr ernst wird. Gio ist am Ende im Karrierebeendigungsmodus. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Er drückt auf dem Leben von Cash is Clay Steuerung Alt entfernen und möchte im Cash is Clay Task Manager den Prozess Rap-Karriere beenden. Es geht um Cassius Clays Mitgliedschaft bei Mediakraft, einer Firma, die keinen sonderlich guten Ruf genießt, und seine Teilnahme an einem anderen Battle-Turnier, das zufällig von Mediakraft geleitet wurde und bei dem es nach Angaben von Gio wohl nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Angeblich wurden Cassius Clays Videos mit Hilfe von Mediakraft gedreht und Gio hat ihm unter anderem beim Text gegen Winnen geholfen. Ach ja, witzige Geschichte am Rande. Winnen war so verletzt, dass er mich für die Runde vom Schwamm letztes Jahr verklagt hat. Meine Anwälte haben aber sein Leben beendet und seine Eltern auf den Strich geschickt. Jedenfalls punkt Gio hier komplett aus über Cassius Clays Laufbahn, darüber, dass er in seinen Augen ein Betrüger ist, dass er sich Features reinholt, die er selber nicht mal feiert, damit es ihm einen Vorteil bringt und dieses und jenes. Es ist schwer, da jetzt einzelne Lines rauszusuchen, weil dieser Teil als Ganzes puncht, aber ganz zum Schluss des gesamten Parts, in dem er sagt, was Cassius Clay seiner Meinung nach für ein Pisser ist, haut er nochmal mit einem guten Spruch endgültig den Nagel in den Sarg. Da gab die Lines. Reimer hat gemischt, gemastert und geholfen gegen Winnen. Das war ich, du Bastard, los erzähl wert. Ich unterstütz in jeglicher Art bezüglich Studios und Videos, Mediakraft. Also sag, dank wem stehst du heute an dem Punkt, mich zu battlen? Eigentlich nur dank den Leuten um dich rum. Ich verliere lieber, als mich ständig zu bücken. Du nennst mich hässlich, doch bist menschlich ein Krüppel. Was für eine Line. Natürlich würde Cassius Clay sagen, dass Gio hässlich ist. Damit disst ihn jeder und es war vorauszusehen. Gio lässt ihn in die Falle reinlaufen, nimmt diesen oberflächlichen schon tausendmal gebrachten Diss gegen ihn und fickt Cassius Clays Existenz. Er etabliert zwei Parts lang, was Cassius Clay für ein abgewichster, hinterhältiger Typ ist, und am Ende macht er den Sack zu mit einer simplen, aber wirkungsvollen Ultraline. Die Hook im zweiten Teil finde ich besser als die erste, aber auch nicht der Überschritt. Den Part von 80 fand ich nicht schlecht, aber irgendwie unnötig in der Runde. Man hätte gut mit der Line rausgehen können, dass Cassius Clay menschlich ein Krüppel ist. Das ist für mich das Highlight und man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. 80 ist hier eher
eher ein Accessoire. Also er schadet der Runde nicht, aber macht sie in meinen Augen auch nicht krasser, als sie von sich aus ist. Das ist ein Kampf Mann gegen Mann und Gio braucht meiner Meinung nach keine Verstärkung. Insgesamt ist diese Runde ein riesiger, großer, pulsierender Schwanz mit vielen kleinen blauen und lila Adern in die Fresse von Cassius Clay. Gio wischt sich mit Cassius Clays Traum vom King-Titel den Arsch ab. 2 Punkte für Gio und weil er durch den Endteil noch um einiges weniger gepuncht hat als Gio, keinen Punkt für Cassius Clay. Extra Punkt. Cassius Clay macht seit seiner Quali die ganze Zeit einen auf King hier und King da. Er meint, er wäre der Beste im Turnier und haut die ganze Zeit extrem auf die Kacke. Nur leider ist die Runde, die er hier abgibt, nicht auf dem Level eines Kings und sein Gelaber nur heiße Luft. Im Angesicht von Laska, Entertainment, Gary, AT und Gio ist seine Viertelfinalrunde die, die mich am allerwenigsten beeindruckt hat. Cassius Clay hat die schlechte Angewohnheit, immer nachzulassen, anstatt sich wie jeder andere auch in jeder Runde immer weiter zu steigern. Er war in der Quali-Phase mal wieder der Favorit und hat danach auch mal wieder eine richtig geile Runde gekickt. Mit Ultra-Schrott-Video, aber trotzdem habe ich da viel gefeiert. Viele gute Lines, Humor, Entertainment und ein Cassius Clay mit richtigen Ambitionen. Man dachte, ja man, besseres Video und er wird vielleicht echt King dieses Jahr. Diesmal gibt's auch ein Schrott-Video, aber eine bestenfalls mittelmäßige Battle-Runde gegen jemanden, der eigentlich sein Erzrivale sein müsste. Er hätte hier sein Äußerstes geben müssen, eine Runde wie gegen TJ mit einem Video von seiner Quali und es wäre zwar noch kein Sieg, aber zumindest etwas, das nach einem würdigen Viertelfinale aussieht. Wäre ich Gio, würde ich mir richtig verarscht vorkommen, mit was Cassius Clay hier gewinnen wollte. Gio zieht alle Register und liefert uns eine gute Show. Gio will unbedingt, so richtig, richtig unbedingt und Cassius Clay hat in Gio in meinen Augen seinen Meister gefunden. Er kommt an Gio einfach nicht vorbei, nicht letztes Jahr und auch nicht dieses Jahr. Nur zu sagen, man wäre auf King-Titeljagd reicht nicht, man muss auch betteln wie ein King und das bis zum Schluss. Den Titel kann er jedenfalls vergessen und meinen Extrapunkt auch. Gio kommt erst mit witzigen Punches und dann zersägt er nochmal mit Real Talk und seine letzte Line ist ein K.O.-Punch. Er macht hier keine halben Sachen und bekommt den Extrapunkt. Unglaublich aber wahr, auch das User-Voting hat Gio gewonnen, sogar mit riesigem Vorsprung. Damit ist es endgültig besiegelt. Gio bekommt von mir 500 Euro und eine Fahrkarte ins Halbfinale. Morgen gibt es Diverse gegen Perplex. Jasper, come on, fight!